Wir dürfen nicht vergessen, dass sich Bluto vielleicht noch im Pub versteckt hält. Ich werde versuchen, es herauszufinden. Und Sie, Watson, Sie müssen den Polizisten auf seinem Rundgang erwischen. Der Uhrzeit nach und mit ein bisschen Glück könnte es Smith sein. Versuchen Sie, einige Informationen aus ihm herauszubekommen. In Ordnung, Holmes. Ach, Junge, der sitzt da wieder da. Hallo. Guten Abend. Ich kenne Sie. Sie sind Squeebys Kindermädchen. Das letzte Mal waren Sie in einem anderen Aufzug hier, aber ein Gesicht vergesse ich nie. Schwamm drüber, ja? Trinken Sie ein Glas mit? Ihr Jack the Ripper ist in aller Munde und jede Zeitung schreibt über ihn. Sie müssen ja richtig stolz auf sich sein. Talent haben Sie, so viel ist sicher. Schade, dass Sie es dazu missbrauchen, die Wahrheit zu verschleiern, anstatt sie aufzudecken. Keine Sorge, ich werde herausfinden, wer Jack the Ripper ist. Ich habe mit dem Dolmetscher von Schwarz gesprochen. Sie wissen schon, der Mann aus Ungarn, der Zeuge bei der Ermordung von Liz Stride war. Er spricht nur Ungarisch. Und als er zur Polizeistation gegangen ist, wurde er von einem anderen Juden begleitet, der für ihn übersetzt hat. Ich habe diesen Kerl gefunden und er hat alles wiederholt, was er auch zur Polizei gesagt hat. Es wird nicht lange dauern, bis ich diese Kerle finde. Warum haben Sie Kerle gesagt? Waren es mehrere? Lesen Sie denn nicht die Zeitung? Naja, bei dem ganzen Unfug, der manchmal drinsteht. Ich erkläre es Ihnen. Um 0.45 Uhr ist Schwarz die Burner Street in Richtung Fairclough Street entlanggegangen. Auf der Straßenseite, wo der Arbeiterverein ist. Etwas weiter und direkt vor den Holztoren zum Duffield's Yard haben eine Frau und ein Mann gestritten. Im Star steht, dass der Kerl die Frau in den Duffield's Yard stoßen wollte. Der Übersetzer hat mir aber gesagt, dass Schwarz gesehen hätte, wie der Mann sie in Richtung Straße zerren wollte. Sie hat sich gewehrt, woraufhin er sie an den Schultern gepackt und zu Boden geworfen hat. Sie saß da und hat geweint, aber nicht besonders laut. Der alte Schwarz hatte Angst und ist auf die andere Seite der Straße gewechselt, jedoch weiter in die gleiche Richtung gegangen. Der Kerl mit der Frau hat ihn gesehen und Lipski gerufen. Im selben Augenblick ist ein anderer Mann zur Tat geschritten, der zuvor seine Pfeife an der Ecke Fairclough Street und Burner Street angezündet hat. Er ist bedrohlich auf Schwarz zugegangen, woraufhin dieser die Flucht ergriffen hat und den Tathergang nicht weiter verfolgen konnte. Als er gehört hat, dass diese Frau ermordet wurde, ist er zur Polizei gegangen und hat dort Long Liz Stride als die Frau identifiziert, die zu Boden geworfen wurde. Es waren also auf jeden Fall zwei Männer an der Tat beteiligt. Aber warum... Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Im Wein liegt die Wahrheit. Ich verabschiede mich, Mr. Bulling. Gut, man sieht sich. Man sieht sich, ja. Was ist denn hier los? Ein Bier vom Fass, bitte, guter Mann. Bitte, Sir. Sagen Sie, der Whitechapel-Mörder hat auch letzte Woche nur einen Katzensprung von hier entfernt zugeschlagen, oder? Jack the Ripper, meinen Sie. So heißt er. Hat einem Mädchen bei der Arbeit die Kehle durchgeschnitten. Im kleinen Hof dort drüben, hinter den großen Holztoren. Vor dem Arbeiterverein? Genau dort, vor Lipski und Co. Würde mich nicht wundern, wenn Jack einer von denen ist, wenn Sie verstehen, was ich meine. Lipski und Co.? Sie meinen damit, dass jemand namens Lipski dem Verein vorsteht? Nein, ich will damit sagen, dass die Vereinsmitglieder Juden sind. Hier in Whitechapel nennen wir sie alle Lipskis. Lipski hieß der Kerl, der letztes Jahr diese Frau in der Butte Street ermordet hat. Oh, wirklich? Letztes Jahr hat ein Jude namens Israel Lipski eine Frau umgebracht, die im sechsten Monat schwanger war, indem er ihr Säure zum Trinken gegeben hat. Nach einer Verhandlung und der Protestwelle der Rabbis später hat man ihn gehängt. Leute, die Juden nicht besonders mögen, nennen sie deswegen Lipskis. Der Ausdruck Lipskis bezieht sich also auf die Juden in dieser Gegend und dieser Verein wird von Juden besucht, richtig? Sie haben's kapiert. Sogar sozialistische Juden. Den ganzen Abend verbringen sie damit, herumzubrüllen, zu singen und über ihre Bosse herzuziehen. Und? Kannten Sie das Opfer? Nicht mehr als jeder andere. Die Prostituierten sind in dieser Straße nicht besonders oft auf Kundenfang. Grundlos kommen sie also normalerweise nicht hierher. Gut, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Zunächst einmal muss ich Constable Smith finden. Guten Abend, Constable. Guten Abend, Sir. Mein Name ist Dr. Watson. Sind Sie zufällig Constable Smith,
der für diesen Abschnitt des Viertels zuständige Streifenpolizist? Ja, der bin ich. Und Sie arbeiten mit dem berühmten Sherlock Holmes zusammen, nicht wahr? Was kann ich für Sie tun? Soweit ich weiß, hatten Sie in der Mordnacht hier Streifendienst. Wahrscheinlich können Sie einige Einzelheiten bestätigen. Beispielsweise den vom Gerichtsmediziner angegebenen Todeszeitpunkt. Ich war nicht hier, als die Leiche gefunden wurde. Deswegen... Aber ich habe gehört, Sie hätten das Opfer in der besagten Nacht gesehen. Stimmt. Aber das war vor dem Mord. Ich habe die Frau nicht weit von hier gesehen. Gegen 0.30 Uhr oder 0.35 Uhr. Sie hat sich mit einem Mann unterhalten. Wie sah dieser Mann aus? Ich habe ihn nur von hinten gesehen. Er hat schwarze Kleidung getragen, einen kleinen Filzhut in dunkler Farbe, eher wie eine Kappe, und hatte einen weißen Kragen. Er schien eher zu den ansehnlichen Leuten zu gehören. Er hat ein Päckchen bei sich gehabt, eingewickelt in Zeitungspapier. Es war ungefähr 18 Zoll lang und 6 Zoll breit. Seine Kleidung erinnert mich an jemanden, den ich kenne. Handelte es sich um einen großen Gentleman reifen Alters? Ich glaube nicht, nein. Auch wenn ich ihn nur von hinten gesehen habe, würde ich sagen, dass er knapp 30 Jahre alt war, wenn nicht sogar jünger, 28 oder vielleicht gerade mal 26. Er war allerhöchstens 5 Fuß 8 Zoll groß und hatte einen kleinen dunkelbraunen Oberlippenbart. Ich würde sagen, er hatte einen Oliventon. Aber um es noch einmal zu betonen, ich habe ihn nur ganz kurz gesehen. Hat sonst niemand diesen Mann gesehen? Ich habe über die Tatnacht vorhin mit Mr. Eagle gesprochen, dem Vorsitzenden des Arbeitervereins. Er ist in jener Nacht gegen 0.40 Uhr ins Vereinsgebäude gegangen und hat es über den Duffield's Yard betreten, weil der Haupteingang abgeschlossen war. Er meinte, er hätte in diesem Augenblick dort sicher niemanden gesehen, wobei er dem Treiben in der Burner Street selbst keine große Beachtung geschenkt hätte. Er hätte auf das Lied geachtet, das aus dem Vereinsgebäude zu hören war. Kurz gesagt, nein, sonst hat niemand diesen Mann gesehen. Gut, ich danke Ihnen für das Stillen meiner Neugier, mein Freund. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen, Doktor. Das Fehlsjahr Nacht des 7. auf 8. Oktober 88. So, gehen wir zum Duffield's Yard, Watson. Duffield's Yard. Carly. Duffield's Yard. Ist das nicht hier? Wo war denn das? Waren wir da schon mal? Buchhandlung, Hensville. Ist das nicht hier um die Ecke oder was war das? Duffield's Yard. Kam mir so bekannt vor, als wo ich wieder daran denke. Okay. Das ist der Arbeiterverein im Duffield's Yard. Das ist der Arbeiterverein im Duffield's Yard. Ja. Okay, dann gehen wir einfach mal rein. Sie haben Constable Smith geschickt befragt und konnten ihm interessante Details entlocken. Ich habe alle verfügbaren Informationen zusammengetragen und Sie haben meine Notizen in der Baker Street gelesen. Jetzt können wir die Tat rekonstruieren, wie sie sich in dieser verhängnisvollen Nacht am Ort des Verbrechens ereignet hat. Hier in Duffield's Yard, um genau zu sein, wo Lestrade den Tod gefunden hat. Brennt hier irgendwas? Okay. Okay, Mitternacht, die Zusammenkunft im Arbeiterverein endet. Ja, Mitternacht. Mitternacht, die Zusammenkunft im Arbeiterverein endet. Die Vereinsmitglieder, hauptsächlich jüdische Männer, verlassen entweder allein oder in kleinen Gruppen nach und nach das Gebäude. Die Straße ist menschenleer. Um 0.20 Uhr verlässt der Amerikaner den Arbeiterverein, um frische Luft zu schnappen. Die Straße ist menschenleer. 0.30 Uhr, 0.35 Uhr? Genau. Zwischen 0.30 Uhr und 0.35 Uhr sieht Constable Smith, wie sich der Mann mit dem Päckchen mit Lestrade unterhält.
Um 0.40 Uhr betritt Eagle, der Vorsitzende des Vereins, das Gebäude über den Duddfields Yard. Er ist also durch den Duddfields Yard gegangen. Hätte sich der Mord an Lestrade bereits ereignet, wäre er wohl auf die Leiche gestoßen. Daher können wir annehmen, dass die Tat später begangen wurde. Um 0.43 Uhr geht Israel Schwarz am Duddfields Yard vorbei und wird Zeuge der Handgreiflichkeiten gegenüber Lestrade. Um 0.44 Uhr wechselt Schwarz die Straßenseite. Der Angreifer sieht ihn und ruft: Lipski! Der Angreifer muss es seinem Komplizen am Ende der Straße zugerufen haben. Dabei hat er vielleicht mit seinem Kopf auf Schwarz gedeutet, um zu signalisieren, dass er diesen ungebetenen Passanten fortjagen soll. Um 0.45 Uhr läuft Schwarz davon und wird für eine kurze Zeit von diesem Mann verfolgt. Um 1 Uhr will Mr. Diemschutz mit seinem Karren in den Hof fahren. Das Pony weigert sich jedoch weiterzutraben. Wir wissen, dass der Mord zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr verübt wurde. Daher muss Mr. Diemschutz den Mörder gestört haben. Platzieren wir den Mord an Lestrade auf der Zeitachse, Watson. Zwischen 0.45 Uhr und 1 Uhr wird Lestrade ermordet. Das Verbrechen wurde genau hier begangen, weil ausschließlich an dieser Stelle Blutspuren zu erkennen sind. Wir werden gleich wieder darauf zurückkommen, um zu erörtern, was genau sich zugetragen haben könnte. Nun, uns fehlen immer noch gewisse Informationen, um diese Untersuchung abschließen zu können, Watson. Watson, stellen Sie sich vor, wie das Opfer hier auf dem Boden lag. Ihre rechte Hand und Ihr Handgelenk sind blutverschmiert. Ja. Was haben wir? Ihre linke Hand umschließt eine Tüte mit Pastillen. Am Hals ist nur ein Schnitt erkennbar, der leicht schräg nach unten weist. Der Boden ist matschig. Ihre Knie und das Kleid sind sauber. Habe ich jetzt alles? Okay, dann herleiten. Und dann schmeißt man das alles erstmal rein hier. Der Boden war matschig. Achso, das gehört hier. Das gehört hier. Der Boden war matschig. Achso, das kommt wahrscheinlich noch. Die Knie in unserem Bereich. Oder gibt es denn daraus noch irgendwas, was ich hier noch beachten muss? Wird ja hier sicher auch noch irgendwelche Spuren geben, oder? Das ist meistens so der Fall. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Ich glaube, hier draußen wird es nicht geben. Oder? Diese Tür führt zum Sozialistischen Arbeiterverein. Wow. Naja. Herleiten. So. Dann fangen wir mal an. Ich nehme den unteren Bereich des Kleides. Ja, da haben wir jetzt nichts aktuell. Am Hals wurde ein sauberer Schnitt durchgeführt, der von rechts ausgehende Leiche schräg nach unten weist. Der Schnitt wurde im mittleren Hand. Heißbereich durchgeführt, der Schnitt wurde mit in der rechten Hand durchgeführt. Okay. Kann ich das hier nicht reinziehen? Ach doch, jetzt. Man muss das nur daneben ziehen, dann geht's. Manchmal echt unglaublich. Der Boden war matschig, die Knie und der Unterbereich des Kleides waren sauber. Das Opfer war vorsichtig, das Opfer hat sich auf dem Boden nicht gewehrt. Das Opfer hat sich auf dem Boden gewehrt. Das ist eine gute Frage, was. Das Opfer war vorsichtig, das Opfer hat sich auf dem Boden nicht gewehrt. Das Opfer wird sich sicher gewehrt haben. Ich kann ja erstmal eh nur vermuten. Hat sich auf dem Boden gewehrt, das kann ich erstmal sagen.
Was haben wir denn hier? A foot of the morning, I wanted. Das stimmt, die stehen ermordet und dann ja hingeschmissen. Vermute ich mal. Was haben wir hier denn? Die wahrscheinlich tödliche. Ja. Vermute ich auch irgendwann noch. Dass es bestimmt sein könnte. Mit der rechten Hand durchgeführt. Der Schnitt wurde mit der rechten Hand durchgeführt. Ich glaube, wir werden es ja eh sehen. Wir sehen es ja eh dann, was zum Schluss da rauskommt. Rechte Hand und das Handgelenk waren blutig. Die Hand, die Halsschlagader wurde nicht durchgetrennt. Ich finde es immer gut, wenn hier das weitere Kästchen aufgeht, und ich irgendwie so die Vermutung habe, dass es dann richtig ist. Bei sich ein kräftiger. Was haben wir hier oben dann noch? Türschnitte erfolgen im Liegen. Türschnitte erfolgen im Stehen. Stimmt, die stehen und dann ja wie gesagt hingelegt. So, kann ich das hier? Ja. Dann hat den Schnitt von unten durchgeführt, der Mörder hat den Schnitt von oben durchgeführt, der Mörder hat den Schnitt aus der Höhe durchgeführt. Auf der gleichen Höhe. So. Ist das Opfer. Ungefähr würde ich. Nee. Okay, das war schon mal falsch. Ne, irgendwas stimmt ja wieder nicht. Ich würde erstmal das hier behaupten, aber irgendwas auf dem Weg habe ich nicht. Opa, war vorsichtig? Nein. Hat sie nicht gewehrt. Aha. Okay, hat sich nicht gewehrt. Okay, dann können wir gleich hoffentlich das zweite gleich machen. Der ist Rechtshänder, ist Beidhänder oder Linkshänder? Ist er ein Rechtshänder? Ja. Okay. Er ist ein kräftiger Mann, haben wir gesagt. Und das haben wir hier geklingelt, das beim Mordes. Ja. Wir haben zwei Theorien. Die erste ist, dass der Mörder von Lestrade und der von Schwarz beobachtete Angreifer ein und dieselbe Person sind. Die zweite Theorie ist, dass Lestrade einen Kunden getroffen hat. Sie unterhalten sich und gehen in Richtung Dudfields Yard, um ungestört zu sein. Als sie dort ankommen, tritt ihr der Angreifer entgegen, während sein Komplize Schmiere steht. Schwarz stört die beiden Männer und sie müssen von ihrem Opfer ablassen. Sie entfernen sich vom Tatort und lassen Lestrade zurück, die zwar aufgewühlt, aber froh ist, dass die beiden Männer ihren Kunden nicht vergrault haben. Dieser Kunde wird sie schließlich ermorden. Beide Theorien sind in sich stimmig, aber ein Detail macht keinen Sinn und schließt daher eine der beiden Theorien aus. Ein unstimmiges Detail, das mit dem Mord in der Hanbury Street zu tun hat. Welches Detail könnte das sein, Watson? Sehen Sie sich das Opfer genau an, Watson, und sagen Sie mir, welcher Zusammenhang zwischen dem Mord an Lestrade und den Morden an Polly Nichols und Annie Chapman besteht. Die Tüte mit den Pastillen, Holmes. Ja. Die Tüte mit den Pastillen. In der Tat, Watson. Hätte sie sich gegen ihren Mörder zur Wehr setzen müssen, wäre die Tüte nicht mehr in ihrer Hand gewesen. Die Tüte ist nicht heruntergefallen, weil diese Frau die Tüte fest in der Hand gehabt hat, als sie auf den Boden gefallen ist. Wir wissen also, dass der Mörder seine Opfer ablenkt, indem er sie etwas aus ihrer Tasche nehmen lässt. Warum hat er nicht ihre Kehle durchgeschnitten wie bei den anderen Opfern? Er muss befürchtet haben, dass sich diese willensstarke Frau heftig zur Wehr setzt. Warum hat er ihr keine Organe entnommen? Weil Louis Deemschutz gekommen ist. Denken Sie, dass der Whitechapel-Mörder hinter diesem Verbrechen steckt, Holmes? Ja. Und jetzt, da wir diesen Mord dem richtigen Täter zuschreiben konnten,
werden wir einen tieferen Sinn dahinter erkennen, sobald wir die Fakten dieser Nacht untersucht haben. Gehen wir zum Mitre Square, wo Catherine Eddowes ermordet wurde. Und rasch, Watson, denn in 40 Minuten ereignet sich schon der zweite Mord, den wir rekonstruieren müssen. So, wir sind auf dem Mitre Square, Watson. Wir haben nur 20 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Wenn der Mörder den Dudfields Yard gegen 1 Uhr verlassen hat, wie wir vermuten, ist er gegen 1.20 Uhr angekommen. Wir wissen, dass die Leiche von Catherine Eddowes um 1.44 Uhr gefunden wurde. Gegen 1 Uhr wurde sie aus dem Gefängnis entlassen. Aber wir wissen nicht, was sie zwischen der Entlassung und ihrem Tod getan hat. Es gibt 3 mögliche Zugangswege. Mal sehen, wohin sie führen. Ich habe sicherheitshalber eine alte Karte dieser Gegend mitgenommen, damit wir uns besser zurechtfinden. Beeilen wir uns, Holmes. Diese Gegend ist mir wirklich unbehaglich. Zur Umgebungskarte des Mitre Square. Okay. Ja, sehen wir schon. Und hier? Zeitung. Alles klar. Zuallererst müssen wir die 3 Zugänge finden, die zum Mitre Square führen, Watson. Oh. Eine Lampe. Frage ist, ob sie natürlich läuft. Die 3 Zugänge. Watson, jetzt sind wir genau an der Stelle, wo das Leben der armen Catherine Eddowes sein tragisches Ende genommen hat. Hier ist es ziemlich dunkel, Holmes. Wahrscheinlich hat der Mörder deswegen diesen Ort gewählt. Schalten Sie das Licht wieder ein, Watson. Wir brauchen eine Lampe. Ja, haben wir ja. Hä? Wow, Junge. Wir brauchen eine Lampe. Okay, dann. Ich glaube, das wird eher nichts mit dem Ding. Die Church Passage. Der Imperial Club in der Duke Street muss hier ganz in der Nähe sein. Gehen wir bis zum Ende dieser Straße, Watson. Watson bleibt noch vorweg. Guten Abend. Sie sind Abraham Solomonowitsch, nicht wahr? Ja, der bin ich. Aber ich kenne Sie. Sie sind mit einem Jungen in meinem Laden gewesen und ich sollte mich um seine Katze kümmern. Außerdem haben Sie sich meine Schutzmaske ausgeliehen. Richtig. Darf ich vorstellen? Dr. Watson, natürlich. Angenehm. Und Sie? Ich habe vor einigen Tagen erfahren, dass Sie ein Detektiv sind und Sherlock Holmes heißen. Ist das richtig? Sie sind ja bestens informiert. Die Kinder haben meine Identität preisgegeben, nicht wahr? Eher unfreiwillig, muss ich gestehen. Ich habe ihr Vertrauen mit einer Fellbürste und einem halben Kuchen gewonnen. Da haben die Kinder ein gutes Geschäft gemacht und ich kann ihnen keinen Vorwurf machen. Dennoch muss ich sie bitten, Stillschweigen über meine Identität zu bewahren. Ich gebe ihnen mein Wort. Ich war einfach nur neugierig. Würde es gegen die Diskretion verstoßen, wenn Sie mir verraten, warum Sie Ihre Ermittlungen hier in diese Gegend führen? Was wissen Sie über diese Gegend und den Mitre Square? Hier lebt ein Dämon, Mr. Holmes. Seine unaussprechlichen Taten sind unmenschlich und bringen die jüdische Gemeinde ernsthaft in Gefahr. Es wird viel spekuliert, aber das sind alles nur Gerüchte. Wie ich sehe, kommen Sie gerade aus dem Imperial Club. Er ist nur ein Steinwurf vom Mitre Square entfernt und bestimmt hat man dort über die 2 letzten Morde heiß diskutiert. Wissen Sie, ob jemand aus dem Club in dieser Nacht etwas gesehen oder gehört hat? Ja, Mr. Holmes. In dieser Nacht haben 3 Mitglieder des Clubs gesehen, wie sich am besagten Ort eine Frau mit einem Mann unterhalten hat. Nur wenige Minuten, bevor die Leiche am Ende dieser Straße gefunden wurde. Sind Sie sicher? Holmes, haben Sie das gehört? Beruhigen Sie sich, Watson. Im Moment lässt nichts darauf schließen, dass es sich dabei um das Opfer gehandelt hat.
Können wir mit diesen Mitgliedern des Clubs sprechen? Ich befürchte, das ist nicht möglich. Nachdem die Polizei die Aussagen dieser Männer entgegengenommen hatte, mussten sie sich zur Geheimhaltung verpflichten. Ich verstehe. Aber sie setzen sich für das Gute ein. Und deswegen will ich Ihnen sagen, was ich weiß. Einer dieser drei Männer, mein Freund Joseph, hat in dieser Nacht den Imperial Club mit zwei anderen Mitgliedern verlassen. Mit Harry und einem weiteren Mann namens Joseph. Das war gegen 1.35 Uhr, vielleicht etwas früher. Als Joseph, nicht mein Freund, sondern der andere Joseph, ein Metzger aus Aldgate, den Club verlassen hat, hat er gesehen, wie sich ein Mann und eine Frau unterhalten haben. Und zwar genau hier, wo wir stehen. Dann müssen diese Männer ungefähr 5 Meter von dem Paar entfernt gewesen sein. So ist es. Joseph, der Metzger, hat in die Richtung des Paares gezeigt und zu den anderen beiden gesagt, seht nur, wenn ich solche Leute hier sehe, gehe ich den Weg nach Hause nicht gerne alleine. Mein Freund Joseph hat sie angesehen, ohne dass ihm etwas Ungewöhnliches aufgefallen wäre und hat nicht verstanden, was der andere Joseph gemeint hat. Sie haben zwar etwas ungepflegt ausgesehen, aber mehr nicht. Haben diese drei Männer nach dem Mord der Polizei erzählt, was sie gesehen haben? Nicht wirklich. Harry hat angegeben, das Paar nicht gesehen zu haben. Joseph, der Metzger, hat gesagt, er könne sich nur daran erinnern, dass der Mann etwa 3 Zoll größer war als die Frau, die selbst höchstens 5 Fuß groß war. Obwohl er derjenige war, der in ihre Richtung gezeigt und über sie geredet hat. Mein Freund Joseph hingegen hat versucht, der Polizei so gut wie möglich zu helfen. Und was hat Ihr Freund Joseph gesagt? Wie haben dieser Mann und diese Frau ausgesehen? Der Mann muss etwa 30 Jahre alt gewesen und ungefähr 5 Fuß 7 Zoll groß gewesen sein. Er hatte einen hellen Teint und einen blonden Oberlippenbart. Er trug weite, dunkle Arbeiterkleidung, eine graue Kappe und einen roten Schal um seinen Hals. Joseph gab jedoch an, er hätte ihn nur für einen kurzen Augenblick gesehen und könne ihn deswegen unmöglich identifizieren. Und die Frau? Er hat sie nur von hinten gesehen. Ihre Hand hat den Bauch des Mannes berührt und sie schien ihn wegzudrücken. Er hat noch gewusst, dass sie klein war und schwarze Kleidung sowie eine schwarze Haube getragen hat. Nachdem seine Aussage zu Protokoll gebracht worden war, zeigte die Polizei ihm die Kleidung des Opfers. Und Joseph meinte, dass sie genauso aussehen würde wie die Kleidung der Frau, die er gesehen hat. Wie bereits erwähnt, hat er die beiden nur kurz gesehen, da er mit seinen Begleitern in Richtung Aldgate unterwegs war. Eine letzte Frage. Der Imperial Club ist ein jüdischer Verein, richtig? So ist es. Danke für Ihre Hilfe, Mr. Solomonowitsch. Ach, keine Ursache. Wir müssen um jeden Preis verhindern, dass dieser Dämon wieder zuschlägt. Und die Polizei scheint damit gewisse Schwierigkeiten zu haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Mr. Holmes. Alles klar, Junge, das war jetzt aber ein Gespräch. Guck mal, er raucht auch schon davon, Alter. Junge, Junge.